Insgesamt an die Flüchtlingskrise, die wir erleben, macht es sicher nötig, umgehend eine Lösung auf Unionsebene zu finden. Und ich denke, sie rechtfertigt in jeder Hinsicht die Inanspruchnahme des Dringlichkeitsverfahrens. Ich glaube, dass es sich die Institutionen der Europäischen Union schon zu eigen machen sollten, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern, die besorgt sind, zeigen, dass wir handeln. Und deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dem Antrag und meinem Vorschlag, gemäß Artikel 154 im Dringlichkeitsverfahren zu entscheiden, zustimmen könnten. Man muss zum einen auf die humanitäre Krise reagieren, das muss man kurzfristig tun, aber man braucht auch eine europäische Migrationspolitik, die kohärent und umfassend ist. Griechenland, Ungarn und Italien benötigen einen internationalen Schutz. Morgen können wir diese 40.000 Personen umsiedeln und Hotspots können dann auch eingerichtet werden. Das wird in Italien und Griechenland der Fall sein. Die Vorbereitungen werden bereits durchgeführt und zwar gibt es Vorbereitungen in verschiedenen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Die Ratspräsidentschaft hat auch Schlussfolgerungen gezogen nach den vertieften Diskussionen, die wir am Montag geführt haben. Darum ging es um die fortigen Aktionen und um die Fortsetzung der Arbeiten, vor allem in Bezug auf die Vorbereitung des Justiz- und Innenrates vom 8. und 9. Oktober. Eine deutliche Mehrheit der Mitgliedsländer hat sich dazu geäußert, diesen Umsiedlungen zuzustimmen. Deswegen wird am 22. September der Rat sich treffen, um die Umsiedlung von 120.000 Personen festzulegen. Die Entscheidungen werden nicht einfach sein. Das wird keine leichte Entscheidung im Rat sein. Aber es gibt ja bereits das Konsultationsschreiben des Europäischen Parlaments. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es eine wichtige Veränderung geben wird, wirklich mit dem ursprünglichen Vorschlag. Ungarn wird nicht als Frontland angesehen oder sieht sich nicht als Land in der ersten Linie und möchte also keine Umsiedlung haben. Das Europäische Parlament kann dann diesen Aspekt berücksichtigen. Der Rat wird ebenfalls ab morgen am ständigen Mechanismus für Umsiedlung arbeiten und an der europäischen Liste der sicheren Herkunftsländer arbeiten. Der Winter steht vor der Tür, aber der Winter könnte nicht nur buchstäblich eintreten, sondern auch im bildlichen Sinne, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten nicht handeln. Wenn wir das nicht meistern, dann wird das zu menschlichem Leiden für die Flüchtlinge führen, zu politischen Unruhen in unseren Mitgliedstaaten, zu Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten und Spannungen, die sich Europa nicht leisten kann. Sie hier im Europäischen Parlament haben unterstrichen, dass mehr Maßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich sind. Diese Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden. Wir haben wiederholt unterstrichen, dass Solidarität Hand in Hand geht mit Verantwortungsbewusstsein. Wir müssen die Freizügigkeit unserer Bürger wahren und das bedeutet, dass wir auch für die nötige Sicherheit sorgen müssen und unsere Außengrenzen hinreichend schützen müssen. Gleichzeitig jedoch müssen wir unsere humanitären Verpflichtungen erfüllen und das internationale Recht respektieren, was die Asylbewerber angeht. Auch was den Schutz der Außengrenzen angeht, haben alle Mitgliedstaaten darauf Wert gelegt, dass die vorhandenen Instrumente genutzt werden sollen, wie beispielsweise diese Rabbit Teams. Außerdem soll das Mandat von Frontex gestärkt werden. Auch hier herrscht Einstimmigkeit. Aber um 120.000 zusätzliche Personen umsiedeln zu können aus Italien, Griechenland und Ungarn, dazu haben wir keine Einigung herbeiführen können. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten haben dies unterstützt, aber nicht alle Mitgliedstaaten haben diese Ansicht vertreten. Nicht alle waren bereit, diese weiteren 120.000 Personen umzusiedeln. Ich darf der luxemburgischen Präsidentschaft herzlich danken für die harte Arbeit in dem Versuch, einen Kompromiss zu erzielen. Wie Sie wissen, wird es eine weitere Sondertagung des Rates bereits in der nächsten Woche geben. Wir können es uns nicht leisten, hier einen Misserfolg zu verzeichnen. Die Kommission ist bereit, volle Unterstützung zu gewähren, damit Entscheidungen bei diesem Dossier herbeigeführt werden können. Das Ziel der Kommission ist es nämlich,
die Einheit Europas zu demonstrieren. Wir stehen in Kontakt mit allen Mitgliedstaaten und wir sind bereit, mit den Mitgliedstaaten in den nächsten Tagen zusammenzuarbeiten, um darauf hinzuwirken, dass alle Mitgliedstaaten einen weiteren Schritt wagen in Richtung einer europäischen Lösung. Ich darf nicht verhehlen, dass ich doch enttäuscht und frustriert gewesen bin am Montagabend, auch wenn Fortschritte erzielt werden konnten. Sie haben nicht ausgereicht. Und es ist auch nichts im Vergleich zu der Größenordnung dieser Krise. Und es ist auch nicht vergleichbar mit der moralischen Verpflichtung der Europäischen Union, für ihre Werte einzutreten und zu reagieren auf diese historische Aufforderung, Solidarität zu zeigen und Menschen zu schützen, die Krieg und Armut entfliehen wollen. Wir werden weder durch Zäune noch durch Meere diese Menschen aufhalten können. Sie werden jedes Risiko eingehen, um ein sichereres Leben für sich und ihre Kinder erreichen zu können. Der Migrationsdruck wird nicht einfach verschwinden, wenn wir einfach nur so tun, als ob es dieses Problem nicht gäbe. Unsere Nachbarschaft ist in Brand geraten und das betrifft uns alle. Ich denke, wir brauchen eine pragmatische und humanitäre Reaktion und ehrgeizige europäische Antworten, die umfassend sind. Es gibt keine, und das möchte ich auch zu jeder Gelegenheit nochmal wiederholen, klar sagen, dass wenn wir scheitern, dann scheitern nicht unsere Institutionen, sondern Europa. Und das dürfen wir nicht zulassen.